Hallihallo Leute, willkommen zurück zur mittlerweile schon 10. Folge der Redstone World, hier zusammen mit Josef. Hallo. Wie ihr seht, sind wir in der letzten Folge endlich mit der Weizenfarm fertig geworden, zumindest mit dem technischen Aspekt. Und zwar ist die Farm jetzt soweit einsatzbereit und wir können das hier zu Beginn auch gerne nochmal demonstrieren. Das Ganze wird gleich von Josef am Tag-Nacht-Sensor angeschlossen, das können wir uns auch da nochmal anschauen. Das Feld wird geflasht, das wird zur Nacht passieren. Danach wird dann mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung, drückst du einmal den Knopf, Josef. Ja. Hier vorne unsere Command-Technik aktiviert. Das erste Minecart fährt durch, das ist sozusagen das Minecart, was den Start und den Endpunkt angibt. Und dann fahren die 8 programmierten Items, was wir bei mir in der letzten Folge auf dem Channel gemacht haben, entlang. Pflanzen hier ihre Seeds oder werfen die Seeds, die landen hier. Und dann wird der ganz normale Tag-Nacht-Rhythmus starten, also 12 Minuten lang werden die wachsen. Das sollte für den Großteil, denke ich, reichen, dass die zu Weizen werden. Vielleicht werden nicht alle zu Weizen, aber so hat man halt ein sehr, sehr natürliches Feld, was sich jeden Tag-Nacht-Rhythmus ändert, beziehungsweise immer ein bisschen anders aussieht. Und dann, wenn das hier alles durch ist, beginnt der gleiche Prozess wieder von vorne. Das Feld wird gewaschen und dann kommen wieder die neuen Sachen hin. Und das Besondere an dieser Technik ist, dass Josef ja gesagt hat, dass wenn man Items sich ersheatet, in Anführungszeichen, dafür ein gewisser Tribut bezahlt wird. Und den bezahlen wir ganz einfach, das kann man jetzt hier ganz gut sehen, damit, dass die Seeds hier vorne drinnen landen und dann von einem Command-Block gelöscht werden. Genau die Anzahl, die man hier theoretisch pflanzt. Und so kriegen wir dann eine vollautomatische Weizenfarm hin, ohne dass wir auf die kaputten Villager-Mechaniken hier an dieser Stelle vertrauen müssen. Yes, und das Beste ist halt daran, es wird auch, also ich kann es mit meinem Gewissen vereinbaren, es wird nichts gecheatet, sondern wir farmen tatsächlich und nehmen uns halt nur die Minecarts zur Hilfe, dass das alles hier so läuft. Genau. Wenn der Berg geht hier so weiter, dann ist das gar kein Problem im Design her. Denke ich auch, so sollte das ganz gut aussehen. Und dann, wo willst du den Tag-Nacht-Sensor hinmachen? Das gucke ich nochmal. Jetzt werde ich erstmal das Ganze standardisieren, dass wir quasi erstmal einen Knopf haben. Wenn man den drückt, aktiviert sich diese gesamte Farm, dass auch der Spieler jederzeit hier per Manuell-Funktion diese Farm aktivieren kann. Ne? Mhm. Und den Rest würde ich dann nochmal in Ruhe gleich machen, während du am Bauen bist. Aber du hattest ja schon in meiner Folge angeteasert, was denn als nächstes Bauvorhaben deiner Meinung nach zu tätigen ist. Genau, wir bauen eine Farm, die aus 3 verschiedenen Blöcken eigentlich nur besteht. Und zwar brauchen wir dafür Potzoll. Hier vorne einmal ein Hopper und hier mal kurz einen temporären Block und einen Observer. Und zwar wollen wir die Mushroom Farm bauen. Eigentlich recht einfach und die soll automatisiert Mushrooms farmen. Ihr seht schon, das ist die ganze Technik, die hier hinter der Farm steckt. Wir werden nachher die Mushrooms so platzieren, dass sie theoretisch auf diese Blöcke wachsen können. Das wird vom Observer erkannt, der sorgt dafür, dass hier einmal die Technik vor- und zurückgezogen wird, dadurch der Block abgebaut wird. Und das lassen wir dann von einem Hopper-Minecart, wie wir das auch an vielen anderen Stellen schon verwendet haben, aufsammeln. Und das Ganze soll natürlich nicht hier im Tageslicht passieren, sondern unten in der Höhle. Und wenn der Josef eventuell lieb ist, kann er uns nachher helfen, die ganze Technik, die wir hier bauen, vielleicht einfach zu danke einmal zu klonen, sodass wir die Farm nicht zu oft nebeneinander bauen müssen. Wir gehen jetzt hier einfach mal ganz einfach hin. Danke, Josef. Das macht mir hier das ungemein leichter, mich in dieser kleinen Höhle zu bewegen. Entschuldigung, jetzt sollte ich damit aufhören, bevor es. Pass auf, ich gehe aber vom Server runter, bitte, damit die Command blocken. Damit ich diesen Command nicht mehr in der Clip-Ablage habe. Ja, sagte er. Und kam wieder drauf und zerstörte alles Gebaute. No. So schlimm wird's nicht, meinst du? Nein. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an. Und setzen hier mal die Potzoll-Sachen hin. Wir nutzen mal die ganze Fläche aus. 2 Blöcke brauchen wir noch Platz nach hinten. Das hier wird nachher die beiden Bereiche sein, wo die Pflanzen wachsen werden. Hier und hier kommen dann die Pilze drauf, die sozusagen dafür sorgen, dass ein Pilz von hier nach hier vorne wachsen kann. Das machen wir, indem wir hier oben und unten einen Pilz hinsetzen. Und das müssen wir in einem gewissen abwechselnden Muster machen, damit die Farm auch effizient läuft. Ich glaube, das waren immer 4 Stück von den hellen, also von den braunen Pilzen und von den roten Pilzen. Und so wachsen die Pilze dann hier auf die seitlichen Blöcke. Und das wird dann erkannt. Eigentlich ziemlich, ziemlich simpel und braucht eigentlich keine großartige Zauberkunst, außer ein paar Ressourcen, falls man das Ganze mal im Survival-Modus nachbauen wollen würde. Benutzt du eigentlich viele Pilze, Josef, beim Bauen? Oder Pilze? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich finde, das ist einer der wenigen Blöcke. Und auch optisch, keine Ahnung, habe ich den noch nicht großartig bisher verwendet.
Ich habe es ja auch, ehrlich gesagt, keine mögliche gute Verwendung für Pilze gefunden. Klar, kannst du natürlich die Blöcke von den großen Pilzen nehmen, aber ob man das so macht und will, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. So, Josef, ich glaube, du müsstest gleich einen Item-Fahrstuhl bauen. Das ist ja kein Problem. Deine Lieblingsaufgabe. Alles mit Items zu bauen, ist meine Lieblingsaufgabe. Das sollten wir ja hinkriegen, ohne Probleme. Das wunderbare Setzen dieser Blöcke, das erfreut mich nicht. Oh. Ich dachte gerade, es erfreut dich. Erstmal hier die richtige Position für die ganzen Observer finden, das ist schon hier tricky. So. Sagst du was? Am besten, das Einzige, was gut ist, dass du diesen Move hier halt ohne Shift machen kannst, weil das wäre dann echt dein Einsatz, Josef. Shift. Da war es, das Janus-Shift. Dann sollte das alles gut gehen. So, jetzt machen wir es nochmal auf der anderen Seite. Gleiche Technik. Wieder die Observer. Ach komm. Freunde, setzt euch mal lieb hier nebeneinander, dass alles hier so gut geht. Und dann setzen wir hier vorne die Reihe mit Pistons hin. Auch die wollen sich nicht so einfach hier nebeneinander setzen lassen. Nee, natürlich nicht. Die sind ja auch etepetete, die Pistons manchmal. Ja, das hätte man vorher machen müssen. Weißt du, mit ein bisschen mehr Abstand, dann kann man die ein bisschen besser setzen, ohne dass sie sich hier verdrehen oder ineinander setzen. Und jetzt ist die Farm an sich eigentlich schon fertig. Uns fehlt der Aufsammelmechanismus. Wir bauen. Josef, kannst du mal kurz kommen? Sofort. Ich muss, glaube ich, nur noch gefühlt ein 5 Stückchen Redstone platzieren, dann bin ich fertig. So, ich bin fertig. Juhu. Dann kannst du uns das auch gleich mal zeigen. Ja, gerne. Lass uns eben jetzt zeigen, ganz schnell, Okay. weil dann können wir mal ganz kurz Premiere machen. Drückst du mal den Knopf. Den hier. Aber da stoppt nicht, drück nicht, drück nicht, drück nicht, drück Don't nicht. press this Stopp. button. Don't press this button. I made something not right. This is not right. I need Falscher to change. Impuls? Yes. Nee, ja. Sowas in der Art. Also, man möge ja auch nicht bitte vergessen, dass an dieser Stelle eine Technik installiert werden muss, die Die? ja zweimal uns ein Signal abgibt Stimmt, wir wollen das Wasser ja nicht für. nur ein- und ausmachen, einmal pro Nacht, sondern auch zweimal. So, nun Entschuldigung. darfst du. Nun drücke er den Knopf. Er tat dies und So, drückte so. den Knopf. Das Wasser Das fließet. Wasser trat hervor. Das Wasser sollte wieder ausgehen. Das ist der Fall. Zack, der Tribut wird hier vorne gezahlt. Das Wasser ist verschwunden. Und jetzt sollten sich gleich die Minecarts auf den Weg machen. Zack, da kommt das erste und das Wunderbar. zweite und die Farm funktioniert, wie sie sollte. Und du wirst hier, denke ich mal, einfach einen Tag-Nacht-Schalter dann hinsetzen oder willst du die nur manuell triggern, die Es Farm? laggt jetzt ein bisschen, oder? Habe ich das Gefühl, dass wir einen leichten Ruckler haben? Nee, bei mir ist alles gut. Ich habe Okay. auch Das keine. müssen wir natürlich beobachten, wie performant die Farmen sind. Das muss ich nochmal gucken am Ende alles. Eventuell macht es vielleicht Sinn, die einfach wirklich nur auf Knopfdruck zu lassen, Josef. Weil dann kannst du wenigstens warten, bis es voll ausgewachsen ist, alles. Aber es sieht auf jeden Fall einfach cool aus hier mit den. Oder man macht die einfach, dass die alle 2 Tage triggert. Das kannst du Das natürlich wäre auch auch. machen. Da können die Zuschauer mal in die Kommentare schreiben, was sie Wie lange davon so braucht das halten. Weizen denn zum Wachsen? Ich glaube, mindestens 2 Tage, ne? Also manche sind schnell fertig. Lass uns das jetzt einfach mal so lassen. Wir warten jetzt mal ab. Geht die Sonne gerade auf oder unter? Die geht unter. Wir Dann können ja nimm mal mal. aufgehen lassen, die Sonne. Lass sie mal aufgehen lassen. Dann wissen wir es ungefähr ganz grob. Gut, ja. Wie lange das dauert. So. So, kannst du mir das hier nochmal 1 zu 1 kopieren? Also hier direkt daneben, sodass Pisten an Pisten Ja, hier ist. sollte ich hinkriegen. Und ihr seht schon, die Farm läuft hier schon ohne Probleme. Die ersten Wären die Mushrooms. Pilze da unten gedroppt? Das wäre super, wenn die direkt einfach, wenn die nach unten gedroppt oder Wir muss werden die die mit dem Firma Hopper Minecart abgesammelt? aufsammeln. Okay, es ist. Das bauen wir jetzt gleich. Nicht übereinander, sondern einfach nebeneinander. Das heißt, es fährt noch ein Hopper-Minecart hin und her. Könnte man die Farm auch so konstruieren, dass die Items direkt in den Wasserstrom gehen? Nein. Also nicht mit dem Design. Da müssen wir ein anderes Design, ähnlich wie wir das bei der Redstone Farm gebaut haben, machen. Das war aber Das ist das so. performante Il-Mango-Design, was wir hier haben, ne? Ja, das war das. Das hier war das, was wir nicht in der Redstone Farm hatten. Und das ist wesentlich, wesentlich effizienter.
Das hätten wir auch in der Redstone Farm. Ja, das kenne ich, das habe ich im Redstone-Bunker verwendet, das Design. Ja, so. Das hätten wir auch so bauen ja, müssen. Ja, das ist ein Problem. Das ist beim Stacken passiert das immer. Ist nicht schlimm. Die kann man ja noch wenigstens gut... Ich mache die eine Seite oder die andere Seite. Ja. Das kann man hier wenigstens noch gut setzen. Das Design ist sehr, sehr gut, vor allem wegen der Abwechslung der Pilze. Kannst du hier eine Menge rein rausholen. Ich würde vielleicht hier die letzte Seite wegmachen, damit die Symmetrie... Entschuldigung, aber das triggert mich. Was? Wobei, achso. Warte, ganz kurz. Werden jetzt nicht... Warte, jetzt müssen wir noch hier... Josef, werden der Zerstörer. Pilze? Moment, stopp. Nein. Dann machen wir das... Muss auch auf deiner Seite auch nochmal gestutzt werden, die Farm. Hä? Jetzt das ist es aber komplett unsymmetrisch. Das, also es soll nicht, ach so, nicht der Raum symmetrisch, sondern dass die Anordnung der Pilze symmetrisch ist. Die ist es. Also dass quasi gleich viele Pilze von der gleichen Art gemacht werden. Rote Pilze werden jetzt mehr. Jetzt hast du hier so viel Platz verschwendet. Oder nicht genutzt. Ach. Willst du die nochmal übereinander bauen, oder? Die Farm ist effizient, Janus. Da brauchen wir, glaube ich, nicht die nochmal. Also ich glaube, dass die Farm super, super effizient ist. Gut, dann hilf mir mal kurz, hier das Schienensystem drunter zu legen, dass es hier entlang fährt. Wenn du schon mal hier... ein Schienensystem. Boah, da bauen wir ein technisches Schienensystem. Wir bauen ein einziges, oder? Was hier lang fährt. Du müsstest jetzt gleich einmal helfen, während ich das Schienensystem wahrscheinlich meinem Part anschließe, dass das cool aussieht. Vielleicht von oben eine Glasplatte drauf tun oder so. In der Art irgendwie, keine Ahnung, so einen Raum bauen. Das Problem ist, wir dürfen kein Tageslicht hier drin haben. Nö, das ist ja kein Problem. Also es wird eine Treppe danach oben führen. Aber ein bisschen Licht kannst du ja machen, oder? Ich kenne nicht das genaue Lichtlevel. Ich glaube, das ist entweder ist es wie bei den Mobs oder noch niedriger. Also ich glaube, mit Fackeln, Redstone-Fackeln kannst du das hier ausleuchten dann. Ja. Muss man mal gucken. So, lass uns mal kurz das Schienenmuster auslegen, Josef. Wir haben noch ein paar Minütchen. Ach so, legst du es aus. Okay. Ja, wir brauchen einen Startpunkt. Und dann fährt es hier entlang, hier rum. Zack, zack. Und dann fährt es hier wieder zurück. So, das wäre der Kreislauf. Oder so, je nachdem, wie du es haben willst. Bau du mal, ich leg mal die Schienen rauf, du kannst schon mal hier den Trigger-Mechanismus machen. Sie. Mach das schon mal, dann sind wir hier flott dabei. Willst du es direkt nach oben führen oder willst du eine andere Art des Elevators bauen? Ich werde da einfach einen Wasserfahrstuhl machen. Ich spuck die jetzt direkt hier aus und dann mache ich einen Wasserfahrstuhl. Okay, das sollte eigentlich so gehen. So. Gut, ich nehme mal die Schienen, die wir brauchen, um das zu machen. Wir müssen gleich mal gucken, dass das hier so alles easy passt. Aber dann haben wir die Farm halt auch drinne. Ja, wir haben ganz schön viele Hopper-Minecarts wieder am Laufen, muss man sagen. Deshalb mache ich ja gerade hier eine Technik bei euch ein, dass dieses... mit einem kleinen Timer und einer Zeitversetzung aktiviert wird. Aber wenn du das sowieso alles so bauen kannst, dass es ein- und ausschaltbar ist, dann sollte das ja kein Problem sein. Ja, am Ende wird es einen Master aufgeben, mit dem man alle Farmen auf einmal abschalten kann, wenn das zu nervig wird für die Spieler. Jetzt gerade auf dem Server läuft es ja auch performant ganz gut. Aber wir haben ja auch keinen schlechten Server, das ist... Klar, das ist natürlich die Prämisse. Und im Singleplayer muss man sowieso gucken, ob es überhaupt bei denen läuft, weil dann kann es natürlich auch sein, dass die Chunks hier nicht geladen werden permanent. Genau, da muss man das im Spawn-Chunk bauen, das ist dann immer wichtig. Es gibt Tricks, auch wie ihr das im Singleplayer rausfinden könnt, ob ihr einen Spawn-Chunk habt oder nicht. Jo. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, wollen wir das überhaupt sichtbar machen, den Bereich? Oder nicht? Mal kurz, ich hatte, glaube ich, neulich ein Timer-Design gesehen. Ich wundere mich immer, warum ich das komplizierte nehme. Isos Hoppers Timer, oder was meinst du? Ja. Jetzt zwei Redstone, die einen Redstone-Block hin und her schieben. Ja. Ja, das ist ja der klassische Hopper-Timer von Iso. Das ist der, ne? Ja. Kannst du übereinander oder auch nebeneinander bauen, spielt keine Rolle. Super. Ich wundere mich, dass ich habe den mal viel zu kompliziert gebaut. Ich habe auch mal eine Version davon gebaut, die allerdings... viel zu kompliziert war. Gut. Ne, wir müssen aufpassen. Da ist ein kleiner Fehlerchen drin. Kleines Fehlerchen drin. Komm, ich baue mal eine Glasfläche drauf, dann kann man theoretisch hier von oben reingucken. Das passt. Ja, das meine ich ja. Dass man quasi, das war mein kleiner Vorschlag gewesen für die Optik. Da musst du halt bloß irgendwie so eine Drop-Kammer oder ähnliches bauen, dass die
Ich werde eine kleine Treppe bauen, dass man hier runtergehen kann. Genau. So. Bauen wir hier einmal um die Ecke. Das sollte dann passen. Und hier wird es dann einfach drauf weiterlaufen. Gut, gut. Ja, ihr seht, die Farm läuft auf jeden Fall. Josef wird hier jetzt an der Technik weiter basteln und ich werde hier das einmal fertig designen, sodass man hier ja als Gast oder ihr als Spieler nachher hier zumindest schon mal reinschauen könnt. Und wie das dann alles aussieht, seht ihr dann im nächsten Part morgen bei Josef auf dem Channel. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle fürs Zusehen und ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Ciao, Leute.